Ja, hallo liebe Freunde, willkommen wieder zurück zu Koika zu Sunshine. Jetzt sind wir schon im Dusk unterwegs und ich hoffe mal, haben wir den letzten Mal ja gekriegt? Ja, wir haben alle gekriegt, wir müssten eigentlich alles geschafft haben. Ich starte mich gerade wieder eine neue Partie wieder an. Ich habe das jetzt dazwischen gespeichert. Aktuell Lage der Dinge, ich muss immer zwei Folgen in einen aufnehmen. Vorher habe ich immer vier gleich hinterher weg aufgenommen. Abstimmung läuft natürlich noch weiterhin. Also Leute, ne? Für eure Kandidatinnen alle bitte mal abstimmen, ne, die ausgewählt worden sind. Läuft gerade keine aktuell hier rum. Warst du auch noch nie drauf, ne? Nee. Du? Nein. Doch, du warst schon mal, glaube ich, ne? Sie ist auf alle Fälle mit drauf, ne? Also wenn ihr für sie abstimmen wollt, immer gerne draufdrücken. So. Wir haben ja heute Abend noch das Date mit... Bo hat es nicht geschafft. Mit Mai haben wir heute Abend noch das Date. Ach, übrigens, sie ist ja auch noch mit auf, ne? Also, wie gesagt, nicht vergessen. Jetzt haben wir es, glaube ich, auch mal. Haben wir aber. Warte mal, jetzt, wo sie hier alle gerade wieder auf Umziehklamottentag sind. Ich würde sie gerne mal ansprechen. Ich glaube, die haben wir letztens gesucht, aber nicht gefunden. Und deswegen wollen wir heute mit ihr mal. Genau, Misako hatten wir letztens. Misako, bist fertig? Gut. Misako haben wir letztens gar nicht gesehen. Wir haben die anderen alle gesehen, aber Misako nicht gefunden, weil die, weiß ich nicht, wo sie sich rumgetrödelt hat, ob sie irgendwie im Badezimmer stecken geblieben ist. Ich kann es euch leider nicht sagen. Auf alle Fälle haben wir heute Misako. So, Smalltalk mal kurz. Very glad. Achso, du bist... Echt? Wow. Sie ist froh, als Mädchen geboren zu sein. Sehr schön. Das ist doch mal... Oh. Nein, alles gut. Komm, lass uns was zusammen machen. Ich würde sagen, komm, nicht Abend, haben wir schon was gekriegt. Komm, lass uns was zu essen gehen. Sehr schön, klappt doch. Cool, können wir gleich zusammen essen gehen. Sieht ja sehr... Ach ja, das Thema mit den... Stimmt, das Hotel, wo man mal denkt, dass wir ja, ein Couple durchgehen. Das hatten wir ja auch schon mal gehabt. Sie? Was ist sie? Also sie ist auf beide Fälle nicht... Also sie ist... zurückhaltend, also nicht schüchtern, zurückhaltend heißt das ja eher. Aber sie kann auch manchmal aus ihrer Rolle rauskommen, finde ich. Und sie ist vornehm und achtet sehr auf ihre Aussprache. Auch auf die Ausdrucksweise achtet sie sehr drauf, muss man ganz ehrlich sagen. Also sie, ja doch, ne? Gucken, wie das Ganze insgesamt ablaufen wird. Mal sehen, wie es aussieht nachher. Ach komm, wir können noch mal eine Runde drehen. Machen wir noch mal Touring. Wir haben ja so wenig Zeit gerade mit Misako verbracht. Misako. Lass uns Tourismus together machen. Ich dirigiere. Keine Panik. Zeig dir, wo es lang geht. Wenn du einmal am Pfad kommst, dann hörst du auch so schnell nicht wieder auf, ne? Na gut. Sitzt. Sehr schön. Das läuft ja heute alles gut hier. So, haben wir mit Misako da auch mal... Ach, scheiße. Ich habe aus Versehen... Ach, wenn ich Leertaste drücke... ich habe gedacht, mit Leertaste geht es weiter, aber nein. Aber wenn ich Leertaste drücke, dann macht man das auf Enter. So, haben wir noch mit Misako auch mal ein bisschen Zeit mal verbracht. Das war ja auch mal ganz schön. Also Misako ist auch ein ganz angenehmer Mensch, mit dem man so die Zeit verbringen könnte. Oder angenehmer.
angenehmer Charakter. So, nehmen wir es so. Na, Hikari? Läuft die Liste hier noch? Das ist übrigens wirklich der Guide. Sehr schön. Wir haben ein bisschen was frei. Wir können ja auch mal bei Hikari noch mal ein bisschen nachhaken. Sätze von Kajaken. Sauber. Okay, ich leg wieder los, ne? So. Gucken wir mal weiter. Also, ihr könnt auch eine Normally-Version von Koikatsu Sunshine spielen. Und viele Mods ausmachen. Da läuft die Mod-Version von Hikari ja auch ganz gut. Habe ich nachgeprüft mal. So, Crab Finder haben wir auf alle Fälle drin. Können wir noch was heute den Tag über machen? Miwa geht... Ach komm, vielleicht kann man mit ihr schwimmen gehen. Oder lieber nicht. Das Ding sieht ja jetzt schon aus, als würde es... Chill, ne? Angenehm, ne? Ach komm, ich lass mich auch mal eine Runde abräumen. Why not? Ah, oh, das war doch wirklich mal... Alter, habt ihr gerade erst irgendwie alle geschafft, aus der Umkleidekabine herauszuhüpfen? Oder was ist bei euch los? Ja, läuft bei euch. Alles klar. Gut. Ach, da ist sie. Genau, heute Abend, ne? Nicht vergessen. Lauf da nicht wieder irgendwo durch Querfeldbeet ein ruhig weg, ne? Ich, ne? Nur, dass du Bescheid weißt, Mai. Ach, wir haben mit Iri auch noch Schlangenzwerge gemacht. Komm. Iri, komm. Lass ein bisschen Spaß haben. Ein bisschen was unternehmen müssen wir ja auch noch mal mit Iri, ne? Muss ja auch mal sein. Aber Misako, habt ihr jetzt etwas auch kennengelernt? Das ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht. So, ab zum Schnorkeling. Wir müssen ja irgendwo ein paar Punkte rausholen, ne? Da können wir mit der Massage mal wieder einläuten lassen. Aber schon lange nicht mehr gemacht. Ein paar Massage-Rounds gehen, ne? Yo, der Wal wurde geritten. Weißt du was? Wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Und ich stelle mich einfach mal da rein. Und dann nehmen wir uns diejenige, die als erstes lang vorbeiläuft, bekommt eine Massage. So, dann nehmen wir die mal als Massage mit. Mal sehen, wer da heute sich wohl... So, nee. Das zählt erst ab jetzt. Wer jetzt hier an dieser Ecke an mir vorbeiläuft, der kriegt heute Massage. So, wie gesagt, alle Leute sind schon gespannt auf das neue Game von ILL. Games, viele Leute haben schon gesagt, ja, sieht eher aus wie Efficatural Academy. Meine Güte, ich hoffe, ich kriege den Namen jemals ausgesprochen. Bo? Na Bo, drehst du ab oder gehst du geradeaus weiter? Okay, Bo. Ja. Bo, brauchst nicht weiter labern. Komm mit. Follow me. Alle haben schon gesagt, dass das ja sehr danach aussieht, nach einem neuen Pikachu Academy. Wir warten ab. Bo, ganz entspannt, chill dir an der Base. Wir werden erstmal eine gute alte Massagetaktik auflegen. So, wie machen wir das erstmal? Ein bisschen weiter rauszoomen, bitte. So. So, Bo. Ist hier der gute Punkt? War schon mal nicht schlecht, war schon mal nah dran. Ist hier die Verkrampfung, Bo? Hört sich ganz so an? Jo. Ich glaube, da ist eindeutig die Verkrampfung von Bo am Herzen. So, Bo. Jetzt müsste alles ein bisschen aufgelockert sein, oder? Gerne. Kriegen wir alles hin. So. Ginger hat auch noch gekriegt. Also wie gesagt, Academy 3, Mensch. Ihr wisst, was ich meine. Da soll das wohl ungefähr in der Nähe so aussehen. Ähnlich aussehen, aber wir müssen uns einfach erstmal
entspannt abwarten dabei. Ich habe immer noch so diese Traumata von Room Girl, deswegen wartet ab. Die sind bei mir einfach immer noch so drin. Bo, sollen wir was unternehmen? Bock? Sehr schön. Dann gehen wir mal Bo los und machen mal wieder ein paar Bilder mal. So, das ne. Kata ni sotte shuchuu suru tokoro ga mitemasu ne. Hai. Ganbarimasu ne. Ganbatte shuchuu dekita to omoimasu. Sore ja mata nanika shimashou ne. Sehr schön, dass es Bo hat. Hat dir wieder gut gefallen. Das ist doch schön. Bo hat wieder Spaß gehabt. Das ist doch nicht toll. So, Bo. Wir sehen uns. Minua. Hier haben wir auch noch nicht viel heute gemacht, glaube ich, ne? Im Urlaub? Am Zocken? Okay, nice. Gefällt mir. Warum nicht auch mal in Urlaub eine Runde abzocken können? Minua, Bock auf... Tourismus machen. Sightseeing? Sehr schön. Auch Sightseeing klappt gut bei Minua. Alle sind eigentlich in letzter Zeit Bock voll drauf. Und haben Lust, irgendwas zu machen. Ja, kein Wunder. Sonst ist ja auf der Insel auch ziemlich langweilig. Ne? Im Übrigen, ich sehe noch zu, dass ich noch die, einige haben ja mal nachgefragt wegen den Characters, ob sie ein paar von den Characters bekommen können. Ja, ich sehe zu, dass ich die Characters noch verteilen werde, dann Arushia müssen wir noch ein bisschen, wieder ein bisschen runterkriegen oder aufziehen. Mal gucken, wie wir es machen. Die werde ich dann im Discord, werde ich den Link dann reinstellen, da könnt ihr euch dann die Characters runterladen. Nee, lieber nicht. Nicht bei ihr. Love Talk? Alles klar. Rushia bleibt Rushia. Nein, ich mache mit ihr keinen Tourismus oder... Tourismus geht. Komm, wir machen was zusammen. Let's go for fun together. Oh oh. Fun war Kajak fahren, ne? Verdammt. Oh, ich hab die schlafenden Bären geweckt. Oh nein. Ja, komm, Ushia, ich weiß, was du willst. Komm. Ja, wir machen das. Ja, ich war ja so blöd und hab die Antwort selber getippt, also von daher. Ich hab's ja selber verbrockt. Also ich hab selber mir eingebrockt. Komm. Das war meine Schuld. Aus all drei Möglichkeiten habe ich die falsche gewählt. Geh. Geh. Mein Glück. Alles klar. Ein Glück, sie ist weg. Mangroven nehmen wir nochmal mit und Kajaking nehmen wir auch nochmal mit. Komisch, dass wir von Rushia schon nicht erhalten haben. Marie, na, alles fit bei dir? Müssen wir ja bei ihr auch nochmal nachfragen, ob ihr auch alles in Gottes ist. Fragen wir mal auf Age Talk ein bisschen was nach. Oh, okay. Immerhin ehrlich. Ich meine, das ist ein ganz normales Bedürfnis, ne? Okay. Gut, dass ich das auch mal weiß. Danke für deine offene Ehrlichkeit. So, damit haben wir das auch schon mal erledigt. Dann nochmal ein Love Talk noch mit ihr rum. Okay, noch mehr Stuff. Na gut, dann machen wir den letzten erst. Ja, das haben wir ja schon. Was ist das?
jetzt haben wir sie auf alle Fälle age-mäßig so weit nach oben geballert, dass sie gar nicht mehr weiß, was sie sagen sollen. Auf Wiedersehen. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag noch. So, ja. Wir gucken noch einmal natürlich am berühmten Schwimmbad des Vertrauens vorbei. Arisa. Stimmt, mit Arisa müssen wir auch noch ein bisschen uns anlabern noch. Das ist ganz wichtig, dass Arisa wieder irgendwelche anderen Dinge wieder im Kopf hat. Aber Arisa würde ich gerne mal ein bisschen wirklich mehr auf Age-Talk bringen. Läuft bei Arisa, eindeutig. Ich weiß auch nicht, ob sie uns einfach nur so genommen hat oder ob sie das wirklich ernst meinte. Auf alle Fälle schwitzt sie wieder gut ab. Gut, dass du das Schwert für alle bist. So, haben wir mit Arisa auch mal kurz mal was unternommen zusammen. Ah, es ist schon ein lustiges Erlebnis hier manchmal. Arisa, bau kein Bullshit, ne? Ach, ich wollte ja noch eigentlich ja noch mal... Ich hätte ja eigentlich erwartet gehabt, dass ich noch mal zurückgehe. Okay, sie guckt sich das Maisfeld an. Ja gut, lassen wir sie mal im Maisfeld gucken. Bei Arisa muss ich mal ein bisschen wirklich aufpassen. Da könnte irgendwie echt immer schlimme Dinge mal passieren. Arisa ist so ein bisschen... Ja, wenn du nicht aufpasst, hast du den Drachen geweckt. So, schauen wir mal nach, was hier aktuell gerade so los ist. Ah, sehr schön. Geht immer mal öfters mal wirklich hier rein und nehmt euch so eine Sache mit, weil die seltensten... Ohne Mist, wenn man öfters im Spiel hier drin ist, die seltensten Sachen oder die seltensten Tropics holt man sich hier ab. Das ist kein Witz, das passiert mir auch immer dauerhaft. Ich hole mir auch zu selten einfach mal die Sachen hier ab. Na? Marie macht auch schon wieder einen drauf. So, und ich würde sagen, ich gehe einfach mal in die nächste Runde rein. Und am Abend jetzt, bei der nächsten Folge, werden wir auf alle Fälle versuchen, das Date mit Mai durchzukriegen. Wir wissen ja von unserem Schicksal schon, wir haben sie jetzt eigentlich den ganzen Tag immer einmal gesehen. Und am Abend, ihr kennt das ganze Schicksal, ist es mal wieder so ein Fall für sich. Denn dort werden wir Mai mal wieder nicht über den Weg laufen müssen, sondern werden ein endloses Chaos veranstalten, um sie da eben halt zu finden. Ich bin gespannt, vielleicht haben ja die Götter des Chaos mal ein Einsicht bei mir und wir werden Mai schnell finden. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder weitergeht mit Koi Katsu Sunshine. Also dranbleiben und weiterschauen.